begrüße euch sehr herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Fritz Burschel. Ich arbeite bei der Stiftung und habe bis vor kurzem einen meiner Schwerpunkte auf dem NSU-Komplex gehabt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bin deshalb sehr begierig gewesen, dieses neue Buch hier zu präsentieren mit den Autorinnen, mit den beiden Autoren, nicht Autorinnen, Markus Mohr und Daniel Roth. Und freue mich ganz besonders, dass wir eine Kommentatorin gewinnen konnten, die, ich würde mal sagen, eine der Expertinnen zum Thema und zu rechten Terrorismus nicht nur in Deutschland zählt, nämlich Martina Renner, auch stellvertretende Parteivorsitzende der Partei Die Linke und Mitglied des Bundestages, was ja, wie ihr vielleicht wisst, auch keine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Wir wollen das Buch vorstellen in einem ersten Teil. Martina wird es kommentieren und es soll dann auch die Gelegenheit noch bestehen, zu diskutieren, Fragen zu stellen, zu kommentieren, was ihr hört oder was ihr auch schon in dem Buch, was euch ja zur Verfügung gestellt wird, was ihr da drin vielleicht schon entdeckt habt. Ich muss dazu sagen, 3G-Regel bedeutet, es war ein ziemlicher Aufwand, Leute zwischen Handverlesen und halb öffentlich einzuladen, um die Zahl nicht zu groß werden zu lassen von Leuten, die die Veranstaltung besuchen. Leider sind jetzt doch auch etliche gar nicht gekommen, die sich angemeldet haben, obwohl die Knappheit der Sitze bekannt gegeben worden ist, auch über Internet und per E-Mail. Wir lassen uns davon jetzt überhaupt nicht beeindrucken, sondern werden eine, wie ich denke, schöne Fachveranstaltungen zu diesem Thema haben. Es wird wahrscheinlich wenig Sinn haben, in einige der Detailstränge zu sehr reinzugehen. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht im Anschluss an die Veranstaltung noch Möglichkeit haben werden, das im Einzelnen mit den Autoren und auch mit Martina zu diskutieren. Ich denke, es geht so ein bisschen um die Hauptthesen der beiden Autoren, die eine unfassbare Arbeit geleistet haben, nämlich dieses ganze Papierkonvolut nochmal durchgewühlt haben, nochmal die Abschlussberichte der zahlreichen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sich durchgenommen haben und vor allen Dingen auch, was mir einer der Autoren gerade auch gezeigt hat, Dinge aus dem Netz rausgezogen haben, die dort seit Ewigkeiten rumschwirren, die aber niemanden interessieren, die niemand mal zusammengestellt hat und konsultiert hat als eine der Quellen, die den NSU-Komplex umreißen, rahmen. Also in diesem Zusammenhang sind es die Pressemitteilungen der Polizeidirektion Mittelfranken, nur eines der Beispiele, was die beiden Autoren da an Arbeit geleistet haben. Ich habe das Buch stellenweise gelesen, habe es noch nicht ganz durchgelesen, habe aber sehr, sehr große Erwartungen und würde jetzt einfach mal auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass es ja doch eine ganze Reihe von Versuchen gegeben hat, den NSU-Komplex zwischen zwei Bücherdeckel zu pressen und zu rahmen, ob es dieses Buch noch gebraucht hat, vor allen Dingen ja doch auch nach einer gewissen Zeit nach dem Ende des Prozesses, 11. Juli 2018, Urteilsverkündung vom Oberlandesgericht in München und damit zunächst ein erster formaler Abschnitt der sogenannten, sage ich mal, Aufklärungsarbeit. Und deshalb vielleicht meine erste Frage an Markus Mohr. Herzlich willkommen euch dreien erst nochmal, ganz, ganz speziell und ganz besonders. Schön, dass ihr da seid und uns das Buch präsentieren wollt. Markus, was wird uns das Buch denn bringen? Welche Erkenntnisse stecken da drin, die wir so wohlfeil nicht bekommen hätten? Ja, vielen Dank für die Einladung hier zur Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Vielen Dank für deine Einleitung, lieber Fritz. Vielen Dank an dich, Annika Taschke, dass du auch hier diese Veranstaltung mit auf die Rolle geschoben hast und
Vielen Dank auch für die Teilnahme jetzt von Martina Renner, also die zu einer der besten Expertinnen gehört, also was Naziterrorismus in der Gegenwart und in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angeht. Was wird das Buch denn neu bringen? Ja, man könnte es umgekehrt sagen, also wir haben etwas gemacht, was hätte jeder machen können. Wir haben uns auf eine Wegstrecke gemacht, die Stefan Aus und Dirk Labs nach der Urteilsverkündung 2018 aufgezeigt haben, also in einem Artikel, wo sie sagten, man muss jetzt mal in die Querlektüre gehen von dem, was bereits vorliegt. Und wir haben und wir denken, dass wir jetzt sozusagen nochmal das Wissen über den NSU-Komplex nochmal erheblich erweitert haben, weil Daniel und ich haben uns einfach mal die Mühe gemacht, 5 Untersuchungsausschussberichte sozusagen quer zu lesen. Und das sind Bund 1 2013, Bund 2 2017, der Untersuchungsausschussbericht in Hessen, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern sozusagen. Darüber hinaus haben wir alle verfügbaren, recherchierbaren Presseartikel aus der Zeit der Mordserie, also durch die Nazis begangene Mordserie, was ja unerkannt war durch die Polizei, aus der Zeit 2000, 2011 zu Rate gezogen. Und weil du ja den Hinweis gegeben hast, Fritz, wir haben die Pressemitteilung der Polizeidirektion Mittelfranken entdeckt, die schwimmen im Netz. Und insoweit ihr ein bisschen kundig seid, nicht ein Untersuchungsausschuss bisher und nicht ein Buch hat die überhaupt nur erwähnt, geschweige denn, dass die Polizeibeamtinnen, also die durch die Untersuchungsausschüsse vernommen worden sind, jemals danach gefragt worden sind. Und das ist natürlich wirklich ein unglaublicher Fund, also weil mit Hilfe dieser Pressemitteilung, angefangen von dem Mord an Enver Jimcek im September 2000 bis dann also im November 2011, wo denn also die Tatwaffe aufgefunden wird, also in dem, also hier in Eisenach, also in dem Wohnmobil sozusagen, entscheidet ja die Polizei darüber, was die Öffentlichkeit über die Mordserie an den Migranten wissen kann und eben auch nicht wissen soll. Das haben wir alles herangezogen. Und ja, was ist neu? Also ja, wir wollten, und das zeigt auch das Cover, das brillant gestaltet worden ist von Felix Hille, unserem brillanten Setzer, der also 200 Stunden für Kommunismus sich da engagiert hat. Es zeigt ein Labyrinth. Und dieses Labyrinth, da weiß man nicht, wo es anfängt, man weiß nicht, wo es aufhört. Und es ist einfach ein Abgrund. Und über diesen Abgrund fordern wir, und dafür steht auch Martina Renner und auch einige andere in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes, fordern wir, dass nachgedacht werden soll und es nicht auf Billigvariante weggebucht werden soll als Pleiten, Pech und Pannen, sondern allgemein diffus gehaltenes Versagen sozusagen. Und, sondern man muss in die Details gehen, es ist richtig sozusagen, um die Ungeheuerlichkeit dessen, was sich eigentlich in der Bundesrepublik der Nullerjahre von 2000 bis 2011 bei der Mordserie vollzogen hat, also nochmal nachzuvollziehen. Ja, da habe ich schon nochmal ein paar Hinweise gegeben. Ich bin ein bisschen außerhalb von meinem Konzept. Ich will noch mal sagen zu Martina Renner. Also erstmal sehr gut, dass sie wieder im Bundestag gekommen ist. Die Kritik an der Partei der Linken ist zulässig. Es ist nicht zulässig zu kritisieren, dass sie jetzt wieder in den Bundestag gekommen ist, denn sie ist der Garant dafür, dass Naziterrorismus hier nicht vergessen werden kann durch die Sicherheitsbehörden, was sie sonst gern machen würden. Martina war auch im ersten Thüringer Untersuchungsausschuss in 2012 angefangen. Der war ungeheuer wichtig für unser Projekt, weil der hat in seinen abschließenden Feststellungen, ausgedrückt durch Dorothea Marx, eine ganz wichtige Schneise geschlagen. Dorothea Marx, also zusammen mit allen Fraktionen, haben gesagt, das, was die Polizei in Thüringen sich geleistet hat bei der Fahndung nach den 3 flüchtigen Nazis, Schäpe, Böhnhardt und Mundlos, es ist nicht mehr vertretbar, das als Pleiten, Pech und Pannen zu verstehen, sondern bewusstes Hintertreiben, Sabotage. Sozusagen. Ganz wichtige Feststellung. Und wenn es denn so ist, was Thüringen schon festgestellt hat, dass das polizeiliche Handeln in Thüringen im NSU-Komplex von Hintertreiben und Sabotage gekennzeichnet ist, wie können wir denn sicher sein, dass das, was die westdeutschen Sonderkommissionen der Polizei in der Mordserie
8 von den 9 Morden an den Migranten haben sich in Westdeutschland ereignet. Nur der eine, an Mehmet Turgut, war in Rostock. Wie können wir denn sicher sein, dass es dort kein Hintertreiben und bewusste Sabotage gegeben hat? Das war für uns ein Ausgangspunkt, hier unsere Untersuchung zu starten. Markus, genau. Markus, kannst du mal? Danke. Ich unterbreche dich ungern, aber ich habe so das Gefühl, es trägt dich schon davon, weil du voll von diesen Informationen bist. Du hast ja die erste Frage jetzt schon beantwortet und ich dachte, unser Konzept ist ganz okay, mal zu überlegen, was sind denn die Kernthesen, die Dinge, die ihr tatsächlich festgestellt habt. Ihr habt aus dem Buch ein paar der Dinge rausgesucht, die, sagen wir mal, die Kernthesen eurer Arbeit und eurer Recherchen darstellen. Und fände es jetzt gut, wenn ihr das vielleicht knapp in 10 Minuten oder so etwas in so einem Zeitrahmen vorstellen würdet, auf den Punkt, versucht auf den Punkt zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Okay, so kann man mich hören. Dann fange ich jetzt mal an. Also nochmal zu unserem Auftrag. Also was ich so ganz stark sehe, ist das, was die Betroffenen gefordert haben, war Aufklärung. Sie wollten ganz stark Aufklärung und das haben wir uns so ein bisschen zur Leitlinie genommen, dass wir wirklich versuchen, maximal aufzuklären und hoffen, dass da ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. Jetzt haben wir uns die Polizeiarbeit vorgenommen. Das heißt, wir berichten sehr detailliert über das Vorgehen der Behörden. Das ganze Buch ist so gehalten, dass es aus der Sicht der Polizei geschrieben ist. Das heißt, wir halten der Polizei nicht vor, dass sie hätten wissen können, mit wem sie es zu tun hatten, sondern wir sind wirklich so fair, würde ich sagen, dass wir immer gucken, was stand ihnen zur Verfügung, was war der Wissensstand und wie weit hätten sie daraus Schlussfolgerungen ziehen können. Und ich mache das jetzt mal am Beispiel der ersten 4 Morde, die bilden eine gewisse Einheit und versuche mal ein bisschen ein paar Details vorzustellen aus dem Buch. Also die ersten 4 Morde von der Cesca-Mordserie, die sind alle zwischen 2000 und 2001 begangen worden und die Polizei hat sehr schnell herausbekommen, dass es eine Mordserie war. Das heißt, die Waffen wurden beim BKA abgeglichen und man konnte feststellen, dass es genau dieselben identischen Waffen waren. Und zwar eine Cesca und eine Bruni. Das heißt also, sie wussten, dass sie es mit einer Serie zu tun hatten. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen die Details durch von diesen 4 Morden. Also am ersten Mord bei Ember Şimşek in Nürnberg, bei dem Blumenhändler, konnten die Polizisten natürlich nicht wissen, dass es eine Mordserie ist, haben unseres Erachtens dann eigentlich sehr routiniert ermittelt, haben aber von Anfang an, das ist bei allen Morden der Fall, mit einer unglaublichen Härte gegen das Umfeld reagiert. Das ist im Buch alles dargestellt. Also diese Härte, das sagen eigentlich fast alle Betroffenen und auch die Anwälte, die geht immer so an die Grenze, wo man sagt, okay, ist das noch Polizeiarbeit oder ist das schon ein Stück zu weit? Ich konzentriere mich aber hier jetzt mehr auf die Beweisaufnahme und das, was Sie an Zeugenaussagen hatten, denn da gibt es ein paar Ungereimtheiten, auf die ich kurz hinweisen möchte. Also bei Ember Şimşek hatten sie viele, viele Zeugenaussagen, die auch teilweise verwirrend waren und auch teilweise widersprechend, aber die konnten relativ schnell einordnen, dass die eigentlich nicht besonders interessant sind. Und es gibt eben eine Zeugenaussage, auf die möchte ich kurz eingehen, die war die interessanteste für die Polizei bei Ember Şimşek. Und zwar, ich lese sie kurz mal vor, noch am Tattag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der zur Tatzeit mit seinem Sohn am Lieferwagen von Şimşek vorbeigefahren war. Dieser Zeuge sah 2 Männer, einen an der geöffneten Seitentür des Lieferwagens, einen als Schatten darin und hörte 2 blechern klingende laute Schläge. Er beschrieb den Mann an der Tür so, eine männliche Person, Alter ca. 20 bis 30 Jahre, sehr groß, über 1,80 Meter, schlank, beige oder graue Basketballmütze, ohne Symbole, keine Haare zu erkennen, Bekleidung, dunkles T-Shirt, kurzärmlich, Farbe des T-Shirts wahrscheinlich schwarz, schwarze kurze Radlerhose. Zusatz, das Besondere daran war, dass ich kein Fahrrad erkennen konnte. Der Sohn des Zeugen, der war mit im Auto und der bestätigt auch, dass er das gesehen hat und dann 2 kurze blecherne Geräusche gehört hat. Und das spricht natürlich dafür, dass die beiden einfach die Tat beobachtet haben. Damit war das die absolut wichtigste Zeugenaussage. Die Polizei hat kein Phantombild angefertigt von dieser Person vor dem Transporter. Wir konnten bis heute nicht herausfinden, ob das irgendeinen Grund dafür gab. Und lassen es hier mal so stehen. Beim zweiten Mord, bei Abdurrahim Özdoğru in Nürnberg auch,
hatten wir eine Zeugin, die gesehen hat, dass ein Mann den Laden verlassen hat in einem Holzfällerhemd. Und zwar ein Mann, den sie vorher schon mal gesehen hatte, der im Autokauf mit Özodoro irgendwie verbunden war. Dieser Mann hatte kurze Haare, eher hellere Haut, Oberlippenbart und ist in ein Auto eingestiegen mit einem zweiten Mann, und das Tatfahrzeug und der Mann wurden aber nie mehr gefunden. Das war auch alles, was man hatte von dem. Dann komme ich jetzt zum dritten Mord an Süleyman Taşköprü in Hamburg. Beim dritten Mord gibt es eine Unregelmäßigkeit, auf die ich kurz eingehen will, und zwar, es wurde beim dritten Mord offiziell überhaupt nicht festgestellt, ob es dieselbe Tatwaffe war. Das heißt also, wenn man sich es genauer anschaut in den Akten, dann findet man raus, dass der vierte Mord, als sie den veröffentlicht haben, dass sie da noch davon ausgehen, dass es nur drei Morde gab. Das heißt, offiziell wurde überhaupt nicht untersucht, ob es dieselbe Tatwaffen waren, obwohl der Polizei völlig klar war, dass sie es waren. Also es waren dieselben beiden Waffen, die hatten sich auch abgesprochen, aber die haben sich nicht bemüßigt gefühlt, das beim BKA irgendwie abzuklären. Vor Gericht sagen sie dann, wir hatten einen ähnlichen Modus operandi, wir wussten ja ungefähr, was da so los ist, aber wenn man sich die Akten genau anschaut, dann wird am 3. September ein Untersuchungsbericht vorgelegt in Hamburg und erst am 4. September veröffentlicht, dass es Teil der Mordserie ist. Das heißt, sie haben diesen Mord in gewisser Weise geheim gehalten als Teil der Serie, haben sich da nicht drum gekümmert und haben so den Mord untersucht, als ob es ein Einzelmord wäre. Und das ist so die Struktur, die wir in den ersten vier Morden so stark erkennen. Sie haben einfach vor Ort ermittelt, haben sich ab und zu mal abgesprochen, aber haben nie eigentlich das Ganze von der großen Warte aus übernommen. Wenn wir uns mal die Zeugenaussagen anschauen, haben wir zwei Zeugenaussagen, und zwar der Vater des Opfers sieht nach der Rückkehr zu seinem Laden kurz nach der Tat zwei männliche Personen im Alter von 25 bis 30 Jahre mit heller Hautfarbe und kurzen Haaren. Und es gab zwei Zeuginnen, die hatten an verschiedenen Tagen vor dem Mord einen Streit mitbekommen von Taşköprü mit Männern, die sie als vermutlich Türken bezeichnet haben. Jetzt hat die Polizei in diesem dritten Mord aber nur das Phantombild von diesem einen Mann, der vermutlich Türke war, genommen, aber nicht von dem Vater des Opfers. Auch hier können wir nur mutmaßen, warum nicht, aber wissen das eigentlich nicht genau. So, jetzt kommen wir zu dem vierten Mord. Das war in München, Habil Kilic. Beim vierten Mord an Kilic haben wir folgende Zeugenaussagen. Wir haben zwei Zeuginnen, die gesehen haben, dass ein dunkler Mann aus einem dunklen Auto irgendwie losgefahren ist mit quietschenden Reifen. Die hat es dann leider in die Zeitung geschafft, diese Zeugenaussage. Da konnte aber Josef Wilfling relativ schnell belegen, dass das ein Fake war. Die beiden hatten sich abgesprochen und haben einfach eine falsche Aussage da gemacht, wahrscheinlich um in die Zeitung zu kommen. Also blieben zwei Zeugenaussagen übrig, und zwar zwei Zeuginnen haben unabhängig voneinander zwei junge Männer gesehen, und zwar haben sie die 100 Meter vom Tatort entfernt gesehen, in der Nähe von einem Wohnhaus, und die waren mit ihren Fahrrädern so ganz nah an diesem Wohnhaus dran, wo gar kein Weg ist, und die haben sie vor der Tat und nach der Tat gesehen. Die Zeuginnen sind absolut glaubhaft, und die haben ausgesagt, dass sie zwei junge Männer in dunkler Kleidung mit Fahrrad gesehen haben. Die zweite Zeugin habe ausgesagt, zwei junge Männer gesehen zu haben, die unterhalb ihres Balkons auf ihre Räder gestiegen und weggefahren seien. Es habe sich laut den Aussagen um junge, sportliche Männer im Alter von 18 und 30 gehandelt. Sie hätten gewirkt wie Kurierfahrer. Von diesen beiden Männern, die die Zeuginnen ja genau beschreiben konnten, wurden keine Phantombilder gemacht. Aber es gab noch eine Zeugenaussage, jemand hat vor dem Laden einen Mann gesehen, der vor einem Auto stand, den er als einen Türken bezeichnet hat, und von diesem wurde dann ein Phantombild gemacht. So, das heißt also, wenn wir das jetzt zusammenfassen, haben wir eigentlich an drei Tatorten Zeugenaussagen zu zwei jungen, schlanken Männern, die zweimal in Verbindung mit einem Fahrradanzug oder mit einem Fahrrad standen irgendwie, aber davon gab es überhaupt kein Phantombild. Es gab allerdings Phantombilder eben von diesen beiden türkisch aussehenden Männern, die aber überhaupt nicht so direkt mit der Tat zusammenhingen, und es gab noch ein Phantombild von dem Mann in Nürnberg mit dem Holzfällerhemd. Jetzt habe ich ja schon gesagt, die Morde wurden überhaupt nicht zentral behandelt und das wurde überhaupt nicht gemacht, aber dann hat man sich hingesetzt im September
2001 und hat dann gedacht, jetzt machen wir doch mal eine Presseerklärung und gehen an die überregionale Presse und versuchen jetzt nochmal eigentlich die ganze Mordserie zu präsentieren. Und als die Polizei diese Mordserie als Ganzes präsentiert, da fällt jetzt auf, dass im Grunde genommen sich da jemand hingesetzt hat und genau überlegt hat, was er da präsentiert. Man hätte ja jetzt erwarten können, wenn es ihnen so egal war und niemand eigentlich genau wusste, was an den anderen Tortarten ist, dass sie einfach ihre bisherigen Erkenntnisse aneinander gehängt hätten und hätten gesagt, da haben Zeugen das gesehen, da haben Zeugen das gesehen. Das war aber nicht so, sondern beim ersten Mord an Enver Schimschek beschreiben sie die Beobachtung von den beiden, die gesehen haben, wie der Mann vor dem Wagen stand und den Mann im Wagen. Die wird wiedergegeben, aber die Beschreibung wird weggelassen. Das heißt, man erfährt nicht, dass der ein Fahrraddress anhatte und dass der eben eine schlanke 18- bis 30-Jähriger war. Das wird weggelassen. Dadurch erfährt man eigentlich nur, dass da zwei Männer waren. In München werden die Fahrradfahrer komplett weggelassen. Die gibt es gar nicht mehr als Zeugenaussagen. Und jetzt bleiben natürlich nur noch diese anderen Zeugenaussagen übrig und die beiden Phantombilder von den türkisch aussehenden Männern tun dann natürlich ihr Übriges und erzählen hier ganz klar eine Geschichte. Also unserer Wahrnehmung nach haben die sich das überlegt und haben gesagt, wir müssen noch eine Geschichte erzählen, wir müssen jetzt irgendwo doch das Ganze mal irgendwie kohärent machen oder so. Und das haben sie dann getan. Und in dieser Presseerklärung, die sie dann hatten, da haben sie also erst diese ganzen Zeugenaussagen, ich kann es nicht anders sagen, als es ist eigentlich eine Manipulation. Ja. Und da fügen sie dann dazu, ja, unter diesen ganzen Manipulationen, sage ich mal, die Ermittlungen gestalten sich aufgrund der türkischen Mentalität und der damit verbundenen Zurückhaltung sowie der Sprachbarriere von Anfang an sehr schwierig. Ja, das setzen sie dann darunter. Ja. Man muss dazu sagen, da wissen wir es einfach genauer, was die Betroffenen gemacht haben, ist, dass sie eigentlich ausnahmslos kooperiert haben mit der Polizei und vom Hintergrund her eigentlich alle gedacht haben, sie können sich der Polizei anvertrauen. Also zum Beispiel im Fall Schimschek, die haben gesagt, ihr dürft natürlich zu Aktenzeichen XY gehen mit unserem Fall und den veröffentlichen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Im Fall Taschköprow ist es so, dass die Mutter selber zu den Beamten sagt, mein Sohn war früher auch mal kriminell, also es könnte doch sein, dass es Schutzgeld ist. Das sagt sie auch der Zeitung, die ist ganz offen, da ist nichts von mangelnder Kooperation. Die eine Polizistin beschreibt es so, dass die da immer zum Teetrinken eingeladen waren. Also die Betroffenen haben im Grunde genommen eigentlich aus unserer Sicht einen Fehler gemacht, weil sie sich keine Anwälte geholt haben, sondern sie haben sich der deutschen Polizei anvertraut. Bei Semija Schimschek kann man das nachlesen, diese Verständnis, die deutsche Polizei, der kannst du trauen und so. Und so wird das dann gutiert. Ja. Und dann hatte die Presse unseres Erachtens wenig Chance, da was zu machen. Also die Presse, die Lokalpresse kommt gut weg in unserem Buch. Die Informationen kamen von der Polizei und wenn einem so eine Geschichte präsentiert wird, dann hat man da nicht so viel Wahl. Und dann haben wir halt Journalisten, die ultra korrekt sind, die dann wirklich sagen, das sind die Phantombilder, das sind das, was man gesehen hat. Aber da gibt es halt andere dann, die dann auch sagen, die Polizei sucht diese beiden Männer und dann sieht man halt diese beiden Phantombilder und dann ist die Geschichte eigentlich erledigt. Genau, das reicht erstmal. Ich hoffe, das war nicht. Genau, es gibt im Untersuchungsausschuss, im ersten Berliner Untersuchungsausschuss und wir sprechen auch in der Einleitung unseren Dank auch wesentlich an das Engagement an Sebastian Edati, Wolfgang Wieland, Petra Pau, Eva Högel und Clemens Binninger aus, die gut gefragt haben, die gut vorbereitet haben, also die gut vorbereitet waren und wirklich scharf nachgefragt haben und so. Es gibt eine Vernehmungspassage mit Albert Vögeler, erster Kriminalhauptkommissar aus Nürnberg. Der war praktisch vom Beginn der Mordserie da, 2000 bis 2008, dann Suku Halbmond, Suku Theo, Suku Bosporus, ein wichtiger Zeuge. Und da gibt es so eine Passage, wo Edati dann sagt, naja, diese ersten vier Morde, ich setze es mal hier bekannt voraus, also hier unter uns Abgeordneten, ich glaube, Herr Vögeler, müssen Sie jetzt erstmal gar nicht so viel sagen, wir kommen jetzt zu 2006. Also da ist Edati gar kein Vorwurf zu machen, also es gibt so eine Verfahrensökonomie, Untersuchungsausschuss, ja, da waren denn so vier Morde und der Untersuchungsausschuss, es sind so ein bisschen taktet so auf 2006, also so auf das große Jahr 2006, wo wirklich auch viel kulminiert.
Und sage ich jetzt mal so, in diesem, sage ich mal, Dunkelfeld, also da hat ja Daniel jetzt nochmal sehr ausführlich unsere Rechercheergebnisse nochmal präsentiert, dem konnte oder er konnte 2012 nicht die Aufmerksamkeit gegeben werden, die also wir finden, also die also einfach notwendig ist. Ich mache jetzt einen Sprung einfach sozusagen in die polizeilichen Ermittlungen und da zeichnet sich für eine historische Sekunde ein anderes Bild ab in das berühmte Jahr 2006. Es sind dann bis zu diesem Zeitpunkt 7 Morde zu vergegenwärtigen. Zwischenzeitlich wird eine große Polizeisondereinheit BAS Bosporus gegründet im Juni 2005. Und die Polizei erwartet eigentlich, dass diese Mordserie weitergeht. Das merkt man so aus den Akten sozusagen. Und dann kommt der Doppelschlag. Und das ist eine ungeheure Herausforderung. Am 4. April 2006 wird um 13 Uhr in der Mallinckrodtstraße Dortmund Mehmet Kubaschek erschossen. Und 55 Stunden später um 17 Uhr in Kassel in der Holländischen Straße im Internetcafé Halit Yozgat. Und das war eine ungeheure Machtdemonstration der Mörder, weil die ersten Morde, also an Enver Jimcek, war weit entfernt, hinten an der Ausfallstraße. Der Mord an Mehmet Turgut, also in Rostock, Rostock-Teutenwinkel, war auch völlig abseits. Hier 2006 gingen die Mörder in die Innenstädte am helllichten Tag und sie wussten und sie konnten wissen, wenn wir in die Läden gehen, ins Café oder in den Internetladen, da werden Zeugen sein. Also, und die Polizei kam wieder zu spät, wurde dann quasi für einen Moment vorgeführt. Es setzt sofort wieder die Presse ein. In Dortmund, interessanterweise, die erste Zeugin, Augenzeugin, die erste Aussage in diesem NSU-Komplex der polizeilichen Ermittlung, die sagt, das waren Junkies oder Nazis. Wir haben das sehr ausführlich dargestellt. Diese Aussage verschwindet dann aus den Akten, taucht dann auf und verschwindet. Da haben wir ein paar Seiten geschrieben, sozusagen, um das nachzuvollziehen. Immerhin das erste Mal Nazis, es verschwindet. Die gesamten polizeilichen Ermittlungen an dem Mord von Mehmet Kubaschek in Dortmund fallen, das kann man bei uns nachlesen, in den Schatten von Kassel. Genau, was passiert in Kassel? Die BAS Bosporus, der Chef Wolfgang Geier, geht an die Presse und sagt, die Auftragsmörder, also die Linie, die Spur der Auftragsmörder führt in die Türkei, das sagt er am 12. April. Am 19. April ermittelt die SOKO 2006, die SOKO Kaffee in Kassel, Andreas Temmel als den Zeugen, der sich nicht meldet. Am 21. April führt die Spur nicht in die Türkei, auch nicht nach Istanbul, sondern in das beschauliche Hof Geismar. Andreas Temmel, der sich nicht gemeldet hat, sozusagen wird festgenommen, wird auf die Polizeiwache verbracht, lügt erstmal die Polizei an in seiner ersten Aussage, er muss die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, um dann am nächsten Morgen seine Aussage zu korrigieren. Der anwesende Staatsanwalt Wied überlegt dort, ob er Haftbefehl beantragen soll, kann sich dafür aber nicht entscheiden. Am 28. April hört die Polizei ein Telefongespräch ab der Ehefrau von Andreas Temmel, Eva Schmidt-Temmel, die spricht da mit ihrer Schwester und das will ich euch zitieren, genau, und zwar am 28. April, 3 Wochen nach der Tat. Wir zitieren aus dem Gespräch. Ich sage ja, Schätzchen, und mir erzählst du dann irgendwie, später komme ich nach Hause. Ja, weißt du, hast du unsere Zeit verplempert in so einer Asselbude in Kassel-Nord, in der Holländischen Straße? Dabei hat er selbst noch gesagt, wie widerlich diese Gegend ist, bei so einem Dreckstürken. Interessiert es mich denn, wen der heute wieder niedergemetzelt hat, solange er sich die Klamotten nicht schmutzig macht? Zitat Ende, das Telefongespräch verzeichnet Gelächter. Das hört die Polizei und ab diesem Punkt gibt sie eine operative Fallanalyse in Auftrag. Für uns war es ein wirkliches Rechercheergebnis. Wenn ihr in die Literatur geht zum Komplex NSU, so zu den polizeilichen Ermittlungen, da wird das Jahr 2006, Tanjew Schulz bei Joachim Käppner, die Causa Temmel wird immer völlig entkoppelt von der Nazi-Option sozusagen erzählt. Da ist plötzlich der Temmel, der huscht da durchs Bild und dann gibt es den Weltgeist selber, ein sehr kluger Profiler, Alexander Horn, denkt sich mal aus, resümiert die Mordserie und kommt plötzlich auf Nazis. Da ist ein Nazi oder der war früher sehr aktiv, dem ist die Nazi-Szene zu schwach und deswegen also macht er eben solche Mordaktionen. Für uns war es eine wirkliche Erkenntnis, die Overhorn, die zweite operative Fallanalyse, ist ein Theoriepapier, ist mit Blick
auf die Vita von Andreas Temme geschrieben worden. Das ist die Andreas Temme operative Fallanalyse. Sie haben ja bei seiner Suche jede Menge Nazi-Material gefunden. Er wird ja auch dann Kleiner Adolf genannt und. Und deswegen, und im Bundestagsuntersuchungsausschuss ist die operative Fallanalyse in 3 Seiten abgedruckt. Wir haben in den Akten sie komplett gefunden und da ist eine Person mit Tüte erwähnt, in der operativen Fallanalyse. Die Person mit Tüte ist Andreas Temme, der von 3 Zeugen im Internetcafé als 35- bis 40-jähriger Deutscher, also praktisch identifiziert wird mit einer Plastiktüte. Und das haben die Zeugen sich nicht ausgedacht, das hat die Polizei elektrisiert. Werner Störzer, ein wichtiger Beamter aus der Soko Bosporus, sagt im Bayerischen Untersuchungsausschuss, die Festnahme des ersten Tatverdächtigen in dieser Mordserie war für uns ein Quantensprung in den Ermittlungen. Und das ist völlig richtig. 3,5 Monate, vom praktisch Ende April bis Ende Juli, hat die Polizei intern eine Nazi-Option an der Gestalt von Andreas Temme verfolgt. Sie hat mit allem, was sie konnte, versucht, einen Zugriff auf ihn und auf seine Gruppe zu finden, also seine V-Leute. Und dann wurden sie Ende Juli dann durch Entscheidung, also mit Unterstützung vom Landesamt für Verfassungsschutz, vom damaligen Innenminister Bouvier abgebrochen. Sie konnten nicht in die Seite der V-Leute von Andreas Temme ermitteln. Das ist der Punkt. Und das war eine große Niederlage für die Polizei, das muss man sagen. Die hat sehr lange nachgeharrt. 10 Jahre, also nach 2006, hat Wolfgang Geier dazu nochmal Stellung genommen, also in einer Fernsehdokumentation von Aust und Labs in der ARD ausgestrahlt. Und da sagt Wolfgang Geier, also der Chefermittler von der Bosporus: Es war natürlich für uns sehr auffällig, die Situation, dass ausgerechnet derjenige, der am 6. April im Internetcafé anwesend war und sich nicht als Zeuge zur Verfügung gestellt hatte, ein Angehöriger des hessischen Verfassungsschutzes war. Es war schon befremdlich, dass jemand an den Tresen tritt, auf dem Blutstropfen waren, Geld drauflegt und den am Boden liegenden Erschossenen nicht gesehen haben will. Leider ist das in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder vorgekommen, dass ich Aussagen entgegennehmen musste, die ich nicht geglaubt habe. Die von Andreas Temme gehörte dazu. Das war für mich schwer nachvollziehbar. Es wurde dann die Frage diskutiert, ob ein Haftbefehl in der Situation nicht angebracht gewesen wäre. Aber infolgedessen stellt man leider fest, dass die hessischen Verfassungsschutzbehörden inklusive des Innenministeriums den Zugriff auf weitere Ermittlungen, ich will mal sagen vorsichtig, blockierten. Es war frustrierend, dass die Unterstützung nicht so stattgefunden hat, wie man sich das eigentlich denkt, von Behörden, die für die Sicherheit in unserem Land zuständig sind. Allerdings ist man als Polizeibeamter mit diesen Gefühlen öfters konfrontiert, weil es steht halt einfach mal fest, es werden nicht alle Straftaten aufgeklärt in unserer Republik. Der Makel, letztendlich hier in Kassel nicht auf den Grund der Wahrheit zu kommen, der war da, aber das ist bei einer jeder größeren Besprechung immer wieder thematisiert worden. Uns waren jedoch aufgrund vor allem der Entscheidung des hessischen Innenministeriums im Endeffekt die Hände gebunden. Das sagt Wolfgang Geier im April 2006. Das ist sein Wissensstand. Das ist der Wissensstand der BAS Bosporus Ende Juli 2006. In jedem Tatort würde der seine Knarre abgeben und würde also seine Marke weggeben und würde auf eigene Faust weiter ermitteln. Aber wir sind hier nicht im Tatort, wir sind hier nicht im Märchen. Anfang August geht Wolfgang Geier in Aktenzeichen XY. Anfang August geht er zusammen mit Wolfgang Hort und also auf eine Pressekonferenz zur Mordserie und erzählt der Öffentlichkeit Sachen, von denen die Polizei weiß, dass sie nicht stimmen. Und das könnt ihr auch bei uns in dem Kapitel nachlesen, Kapitel 10, das Zerstören der Wahrheit und das Verschwinden der Nazitäter. Wahrheit und Lüge in den polizeilichen Ermittlungen im NSU-Komplex. Vielen, vielen Dank. So heißt nämlich auch das Buch, Stärkere Strahlkraft, Wahrheit und Lüge in den polizeilichen Ermittlungen im NSU-Komplex 2000 bis 2011. Und ich muss sagen, ich bin nach diesen einführenden Statements schon total elektrisiert, weil ich mich zurückversetzt fühle in diese endlosen Jahre, wo all das diskutiert worden ist.
und letzten Endes eigentlich immer an den Details und an den Tatsachen vorbei diskutiert worden ist. Und vor dem Hintergrund kann ich jetzt schon mal sagen, eure beiden Eingangsstatements haben mich jetzt schwer beeindruckt und ich bin mit noch größerem Eifer werde ich dabei sein, dieses Werk ganz durchzulesen und freue mich aber jetzt, dass Martina vielleicht auch ihre Eindrücke von der Lektüre oder den Teilen des Buches, die du schon gelesen hast, kommentiert oder eingeht auf das, was wir gehört haben. Danke. Ja. Danke für die Gelegenheit und was mich mit Fritz eint, ist, dass ich noch nicht alles gelesen habe in eurem Buch. Aber was bisher bei mir Eindruck gemacht hat, ist die zum einen Detailtiefe und zum anderen das, was ihr ja jetzt auch beschrieben habt, dass ihr auf Dokumente zurückgreift, die bisher in der Aufklärung, ob sie jetzt im parlamentarischen Rahmen war oder durch die Nebenklagevertreterin im Prozess, keine Rolle gespielt haben. Und ich denke, es war ja die Frage, brauchen wir ein weiteres Werk? Ja, weil natürlich die Untersuchungsausschüsse zum einen aus der zeitlichen Situation heraus, der erste in Berlin, bestimmte Fragestellungen nicht so erfassen konnten und auch nicht die Möglichkeiten hatten, weil man sich natürlich unter den Fraktionen auch immer über die einzelnen Sachverhalte, was als nächstes drankommt und mit welchem Zeitaufwand einigen muss. Und zum Zweiten, weil die Untersuchungsausschüsse in den Ländern natürlich einen sehr regionalen Fokus oft hatten. Und dass sich eben auch dann in der journalistischen und auch publizistischen Aufarbeitung durchaus wiedergespiegelt hat. Ich würde sagen, das Buch Heimatschutz aus Labs sticht da heraus. Aber sonst versucht selten jemand wirklich durchgängig unter einer Fragestellung sich die gesamten Tatorte anzusehen. Und deswegen ist das auf jeden Fall wichtig und ist auch notwendig gewesen, weil, das habt ihr schon gesagt, ich bin auch jemand, die nicht von Anfang an, das muss ich heute auch sagen, sehr viel Wert darauf legt, dass wir diesen Begriff des Versagens ad acta legen und über die Schuld der Ermittlungsbehörden sprechen. Und wenn wir dann über die Schuld sprechen, dann kommen wir natürlich immer zu der Frage, war das aktives Handeln unter Vorsatz, hintertreiben, wie es im Thüringer Abschlussbericht steht, oder war es Unterlassung? Das sind so verschiedene Möglichkeiten und ihr nähert euch dieser Frage. Und ihr macht da etwas, was mich am Anfang etwas auch irritiert hat, gebe ich offen zu, weil ihr sagt, so ein Erklärungsmotiv, was sich ja auch durchgesetzt hat, war, dass eben vieles von polizeilichen Ermittlungen, die fehlgeleitet waren, sich damit erklärt, dass es von rassistischen Vorannahmen getrieben war, auch von einem Nicht-Zuhören der Betroffenen, aber noch mehr. Da habe ich erst mal geschluckt, weil das ist ja so etwas, was durchaus bei denen, die den NSU-Komplex versucht haben aufzuklären, am Ende eine Einigung war zwischen uns, dass das einer der wesentlichen Punkte ist. Aber ihr differenziert das ja dann aus. Ihr sagt, es war am Anfang etwas anders, entwickelt sich dann. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Aber ihr stellt eine zweite Frage daneben, die mir total nahe kommt mit dem, was ich auch heute mache, nämlich hat nicht vielleicht neben diesen rassistischen Vornamen etwas Zweites dazu geführt, dass sie nicht willens waren oder vielleicht aktiv auch nicht sollten, diese Serie als das zu begreifen, was sie ist, nämlich eine planvolle Mordanschlagsserie gegen Migranten durch Neonazis. Und das ist eben die Frage Neonazi-Mordserie. Was ist daran eigentlich für die Polizei so undenkbar? Ich glaube, und wenn wir darüber nachdenken, kommen wir, glaube ich, ein bisschen mehr an des Pudels Kern. Ich will sagen, warum ist eine Neonazi-Mordserie für Kriminalisten in den 2000er Jahren so unvorstellbar? Weil die gesamte Geschichte des Rechtsterrors in der Bundesrepublik eine des Einzeltäters ist. Eines Täters, der aus persönlichen Motiven, aber niemals aus einer komplexen und durchdringenden faschistischen Ideologie handelt.
Manchmal wird sogar das Planvolle in Abrede gestellt. Also da wird dann das Ganze als Überreaktion auf ein persönliches Erleben, Gundolf Köhler, Oktoberfestattentat und Ähnliches dargestellt. Und diese Erzählung der Einzeltäter, die gehört halt zu der Kontinuität dessen, wie dieser Staat mit rechten Terror umgegangen ist, nicht nur in der Geschichte der Bundesrepublik, sondern auch davor. Und eine Neonazi-Mordserie steht im kompletten Widerspruch zu der jahrzehntealten Erzählung des Einzeltäters. Das kann es gar nicht geben. Das darf es nicht geben. Das bin ich bei dem Lesen von eurem Buch so drauf gekommen, dass das ein Punkt sein kann. Und ihr sagt dann, naja, vielleicht, ihr nehmt ja die Polizei auch in Schutz an einigen Stellen. Ihr sagt dann, naja, vielleicht, es hat ja auch ein Beispiel gefehlt in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es schon mal so eine Mordserie gab, die hätten ja auch nicht drauf kommen können. Da würde ich sagen, ja. Wenn man jetzt die Anschläge auf Wohnhäuser von Migranten und Migrantinnen mal weglässt, weil das war keine Serie in dem Sinne wie diese, wo sich immer ein und derselbe Modus operandi durchsetzte, dann gab es wenigstens im Ausland eine Mordserie, 91-92, durch John Ausonius in Schweden, der 11 Migranten angegriffen hat, einen getötet, mit dem Fahrrad gefahren ist, immer wieder dasselbe Vorgehen. Ich sag mal, ich würde schon auch von Profilern, Kriminalbeamten im Staatsschutzbereich in der Bundesrepublik erwarten, dass man auch so ein bisschen mitbekommt, was vielleicht außerhalb der Bundesrepublik passiert. Das ist das eine, wo ich sagen würde, eigentlich glaube ich, wer sich damit beschäftigt, hätte sowas kennen können. Und es gibt etwas Zweites, was ich auch noch einführen will. Vielleicht ist es nicht einfach nur die mangelnde Kompetenz, sondern vielleicht war es immer so, dass Serien nicht erkannt wurden. Vielleicht nicht immer Mordserien. Aber ich will auf eine Serie abstellen, die auch nicht erkannt wurde. Und das ist die Brandanschlags- und Bombenserie im Saarland zwischen 1990 und 1992. Das sind 15 Anschläge, Brandanschläge, Sprengstoffanschläge, Bombenanschläge. Ein Brandanschlag hat ein Opfer zu beklagen, Samuel Liboa in einer Flüchtlingsunterkunft. Ein anderer Anschlag richtete sich gegen das Büro meiner Partei damals. Tak, 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 in kurzer Zeit immer wieder Saarlouis, Saarbrücken und so weiter. 15 in 2 Jahren. Niemand hat damals von einer Serie gesprochen. Heute sind die Ermittlungen wieder aufgenommen, übrigens daneben auch Ermittlungen gegen das LKA in Saarbrücken. Und darauf will ich jetzt hinaus, wegen der Frage Schuld. Weil man heute sagt, dass man damals diese Serie im Saarland nicht gesehen hat, war vielleicht kein Pleiten, Pech und Pannen, sondern das LKA hat das möglicherweise damals hintertrieben. Aus Gründen, über die wir zu reden haben. Ich würde auch nicht spekulieren, das wären dann auch schnell Thesen, die man nicht belegen kann. Aber es gibt offenbar keinen Willen, diese Serien zu sehen in dieser Zeit. Und ich glaube, es gibt mehr als den Grund, dass man rechten Terror immer nur Einzeltätern zuschreibt. Es gibt etwas anderes, warum die Ermittlungsbehörden sich gegen diese Vorstellung wehren, dass Neonazis in der Lage sind, bundesweit gut koordiniert mit einem Unterstützernetzwerk möglicherweise im Rücken an verschiedenen Tatorten, wie wirklich so eiskalt, gut vorbereitet, planvoll, mit einer klaren Botschaft zu morden. Das ist das Konterbild dessen, wie sie bisher sich rechte Gewalt und rechten Terror vorgestellt haben. Deswegen, ich glaube, man müsste die Geschichte des NSU noch mal vor der Geschichte der Kontinuität des Rechtsterrors in der Bundesrepublik lesen. Und euer Buch gibt da, glaube ich, guten Anlass dazu. Auch mit dem, was ich gerne in diesen Tagen sage, weil ich immer diese Retro-Perspektive auch schwierig finde. Es hat sich manches geändert, aber vieles auch nicht und vielleicht das Zentrale nicht. Zwischen 2018 und 2020 gab es auf 5 durch Migranten und Migrantinnen betriebene Gaststätten im Umland von Bremen in Niedersachsen Brandanschläge. Es ist teilweise rassistische Parolen hinterlassen worden, an anderer Stelle ein Hakenkreuz.
Die Polizei hat sich geweigert, das als Serie zu begreifen. Sie hat gesagt, sie erkennt keinen rechten Hintergrund. Das mit dem Hakenkreuz sei auch kein Indiz, weil das Hakenkreuz zur von der Straße abgewandten Seite des Hauses angebracht worden sei. Das unter der Rubrik, hat man etwas gelernt aus dem NSU, eine Frage, die ja gerade jetzt zum 10-Jährigen überall diskutiert wird. Ich wäre da vorsichtig und der Maßstab kann nur sein, was wir heute an entsprechendem auch Handeln von Behörden sehen. Und das müssen wir genauso scharf analysieren, wie ihr es getan habt für die Jahre in den 2000ern. Danke. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank, Martina, vor allen Dingen auch, dass du das Panorama aufgemacht hast und auch nochmal über den NSU-Komplex rausgeschaut hast, weil diese Zusammenhänge ja oft einfach nicht gesehen werden. Und dahinter steckt ja auch eine Struktur der Diskussion. Bestimmte Dinge werden nicht zusammen betrachtet. Und ich habe mich gefragt bei Daniel, bei deinem Eröffnungsbeitrag, ist das, was du beschreibst, nicht eigentlich das, was man unter diesem Rubrum institutioneller Rassismus bezeichnet? Einfach die Dinge, die man sehen will, die werden verfolgt und die werden nach außen dargestellt. Also in diesem Fall müssen es eben türkische Männer sein, die in den Verdacht geraten. Und man entscheidet, aber warum entscheidet man an einer ganz bestimmten Stelle, dass anderslautende Zeugenaussagen eben gar nicht mit Phantombildern und weiteren Fragen verfolgt werden? Und ihr habt natürlich jetzt jede Menge Namen genannt. Aber du hast einen genannt, Daniel, nämlich den von Josef Wilfling. Dazu muss man vielleicht sagen, das war der damalige Leiter der Mordkommission München, der eigentlich berühmt geworden ist durch sein Statement, ich glaube, sowohl im Gerichtssaal in München als auch vor dem Bayerischen Landtagsuntersuchungsausschuss zum NSU, wo genau die Dinge, die Daniel hier beschrieben hat, nachgefragt wurden. Warum habt ihr nicht nach rechts geschaut und warum habt ihr diese Männer mit den Fahrrädern nicht auf dem Schirm gehabt? Warum habt ihr nach denen nicht gefahndet? Und er diesen sehr berühmten Satz von geradezu grotesker Lächerlichkeit gesagt hat, ja, haben Sie schon mal einen Nazi auf dem Radl gesehen? Haben Sie schon mal einen Nazi auf dem Fahrrad gesehen? Und auf diesem Niveau sind die Dinge damals oft verhandelt worden und vom Tisch gewischt worden. Und ich glaube, wenn man da tiefer reingeht, so wie ihr das gemacht habt, dann kommt man zu dem Punkt, dass man sich fragt, warum ist das so? Welche Struktur ist es, die etwas verhindert? Welche Entscheidungen werden an welcher Stelle getroffen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen? Und die Frage würde ich euch jetzt eigentlich gerne zur Eröffnung eines Gespräches reinreichen. Und fühlt euch doch so frei, auch aufeinander einzugehen, ohne meine vermittelnde Moderation. Wir können einfach alle auch gerne ihr im Publikum Fragen stellen, Kommentare abgeben zu dem, was ihr gehört habt oder was ihr zum NSU-Komplex auch erfahren und euch erlesen habt. Seid so frei, das ist ein ziemlicher Aufwand, weil da müssen wir dann jedes Mal dieses Tütchen wechseln, aber wir werden das trotzdem durchziehen, weil wir uns von der 3G-Situation nicht das Diskutieren verbieten oder vermiesen lassen wollen. Aber jetzt erst nochmal die Frage, welche Entscheidungen, welche Strukturen stecken dahinter, dass genau das, was ihr ausgegraben habt, zum Tragen gekommen ist? Ich gehe jetzt mal auf euch beide ein. Also was wir ganz oft haben in diesen Untersuchungen ist diese Unterlassung. Die kommt permanent vor und dann kommen wir immer an den Punkt, dass wir nachweisen können, Sie haben jetzt bestimmte Sachen unterlassen, die Sie hätten machen müssen, hätten Sie Ihre Arbeit richtig gemacht. Also es ist auch eine Kritik an der Polizeiarbeit, die unseres Erachtens an bestimmten Punkten die Arbeit nicht richtig gemacht hat. Ich kann doch nicht eine Presseerklärung irgendwie überregional rausgeben und wirklich entscheidende Zeugenaussagen weglassen. Das kommt immer wieder, dieser Punkt der Unterlassung, und dann haben wir immer dieses Feld zwischen wussten Sie es nicht, konnten Sie es nicht wissen. Also immer wieder dieses, was wir nicht beantworten können, weil wir ja nicht wissen, warum die Unterlassung kam. Zum Beispiel beim 5. Mord haben Sie es wirklich unterlassen, diesen Mord als Teil der Serie zu veröffentlichen. Das hat uns lange gedauert, bis wir das
realisiert haben. Die haben das nicht veröffentlicht, das Teil der Serie. Das wäre aber wahnsinnig wichtig gewesen, weil mit dem Mord im Osten, in dem letzten Ort der Welt, wo wirklich keine organisierte Mafia war, mit einem Opfer, was nicht mal einen Führerschein hatte und als Drogenkurier hätte irgendwie fungieren müssen, war das eigentlich undenkbar. Und jetzt ist halt die Frage, es ist erstmal eine Unterlassung gekommen. Also wir haben das nachgezeichnet, da waren Hintergrunddiskussionen massivster Art zwischen dem Generalbundesanwalt und dem BKA. Wir sind so weit gekommen, dass uns klar war, hätte der eine übernommen, hätte der andere übernehmen müssen. Das scheint uns jetzt klar zu sein, das ist eine klare Sache. Wenn das BKA da jetzt die Ermittlungen übernimmt, dann muss der Generalbundesanwalt sich da einmischen und andersrum genauso. Also denke ich mal, das ist unsere Analyse und wir wissen aber nicht genau, was da ist. Wir haben eben dieses Spannungsfeld, sie haben es unterlassen. Es ist eine große Tragödie, dass sie es unterlassen haben, weil zum Beispiel, was du ja auch gesagt hast, wir haben in Brandenburg 2003 und 2004 massiv viele Anschläge auf Dönerbuden auch und Asia-Imbisse. Und dann mitten in diese Anschlagsserie rein kommt dieser Anschlag, ja, dieser Mord auf eine Dönerbude. Und bei den Ermittlungen finden sie raus, dass der Besitzer praktisch genau diese Erfahrung gemacht hat. Die haben versucht, seine Bude auch schon mal anzuzünden. Also alles passt zusammen. Und während sie ermitteln, ist ein Gerichtsprozess nach Paragraph 200, diese 129, genau, wo praktisch da die Leute wegen Terrorismus verurteilt werden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, also wie blöd können die sein, gemein gesagt. Also unser Buch, glaube ich, führt immerhin zu diesen Konflikten, zeigt die Unterlassung, glaube ich, gut auf. Und an der Stelle müssen wahrscheinlich andere weitermachen, aber vielleicht zum Rassismus. Wir haben jetzt so herausgestellt, dass immer dann, wenn Sie ein sinnstiftendes Element gebraucht haben, der Rassismus, das hört sich jetzt brutal an, aber ich hoffe, ihr versteht mich da, einfach dann Ihnen geholfen hat. Zum Beispiel während der Konflikte, die Markus beschrieben hat, wo die massivste Konflikte hatten untereinander nach der Frage, wie weit dürfen wir Zugriff nehmen auf Temme und seine V-Leute, wurde permanent immer wieder betont, und zwar von der Polizei, von den Pressesprechern der Polizei, dass die Mafia am Werk ist, dass es Schutzgeld war. Und wir zeigen das im Buch auch, das war durch, das war erledigt, also das war einfach Unsinn. Und dann haben wir immer so eine Stufung und dieser Rassismus ist dann immer Sinngebung und ganz am Ende wird es furchtbar schrecklich, weil diese OFA von Baden-Württemberg ist nur noch ein Dokument der Grausamkeit, wo die Sinngebung erzwungen wird einfach und einfach gesagt würden, alle kriminell, Opfer und Täter, alle kennen sich, alles eine Gruppe, alle jenseits von unseren Wertvorstellungen und so. Und also wir kommen oft an die Punkte ran, aber dann, glaube ich, hoffen wir, dass unser Buch die Aufklärung gibt, dass andere dann weitermachen und vielleicht dann sagen, okay, jetzt versuchen wir es mal zu verstehen besser. Und das machen wir nicht, würde ich sagen, oder? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen, Rassismus ist nicht Staatsdoktrin der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein bürgerlicher, demokratisch-bürgerlicher Verfassungsstaat. Rassismus ist nicht erlaubt. Ist so, richtig. Unterhalb dieser Staatsdoktrin findet alles Mögliche natürlich statt. Allerdings auch Facharbeit, einfach ordinäre Facharbeit. Und sozusagen, wir sind sozusagen in diesen 11 Jahren auch immer im Chargieren aus den Dokumenten zu gucken. Natürlich gibt es auch immer auch partiell ein ernsthaftes Bemühen, also sozusagen Daten zu erheben, Wissensbestände zu aggregieren und die operative Fallanalyse Horn, also seine zweite, die Anfang Mai 2006 vorgestellt wird, da ist nichts dran auszusuchen. Das macht die Nazi-Option auf. Und sozusagen insinuieren, da ist jetzt Rassismus, nein. Aber 2 Wochen später geht sein Chef an die Presse und sagt, Parallelwelten, Mauer des Schweigens, da, also blanke Lügen, also Lüge, also einfach Lüge. Also ja gut, also das existiert so parallel sozusagen neben. Und in diesem Terrain sollen wir uns zurechtfinden und auch also das Material daraufhin durchgucken. Aber so einen unmittelbaren Rassismus der Leidenschaften, also durch Polizeibeamte, haben wir in den Dokumenten jetzt nicht entdecken können. Aber dieses Unterlassen, wo Daniel darauf hingewiesen hat, also die ersten 5 Morde waren, ich resümiere knallhart, waren denen letztlich scheißegal. Den letzten Mord haben die einfach 16 Monate verschwiegen als Teil der Serie. Also er war schon in der regionalen Presse, also Bild-Zeitung, Ostsee-Zeitung, aber wir haben den immer gesucht, der 5. Mord in der Serie. Dann sagt, also da die gerade gegründete Bosporus bei dem 6. Mord Ismail Yajar,
Also Pressemitteilung kann man ja nachlesen. Vor kurzem wurde bekannt, dass in Rostock damals noch Yunus, also Mehmet Turgut, erschossen wurde. 16 Monate vor kurzem. Kein Journalist ruft da den Pressesprecher an und sagt, entschuldigen Sie, ich muss meinen Lesern das erklären, bitte 16 Monate vor kurzem, bitte erläutern Sie mir das. Das ist noch nicht mal eine kritische Frage. Es hat niemand interessiert, die Polizei kam damit durch. Erst als die Mörder dann in die Innenstadt von Nürnberg reinkamen, um 12 Uhr Ismail Jajar abgeschlachtet haben, vor Hunderten von Schülern, und die Bevölkerung schockiert war und viele Schüler dann also den Dönerimbiss ausgeflaggt haben und Zeichen der Trauer gemacht haben, da hat die Polizei gesagt, vielleicht müssen wir jetzt doch was machen. Und dann wurde eine große Polizeidivision gebildet und so. Das ging dann wohl nicht mehr. Aber dieses Chargieren, mit dem wir ja auch im Alltag hier immer zu tun haben, also damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ein Wort noch zu dir, Martina. Schade, dass wir dich nicht haben vorher integrieren können in unser Arbeitsprojekt. Völlig richtig. Man müsste die Geschichte des Naziterrorismus in der Perspektive des Einzeltäters nochmal schreiben. Da hast du das sehr gut, oder das ist nochmal sehr gut historisiert. Stimmt, es gab immer nur den Einzeltäter, egal was, immer der Einzeltäter. Und da nochmal das Material sichten, die Presse und so, wie das so konfiguriert wird. Wir haben es dann umgekehrt gemacht im Buch, im letzten Kapitel, Jagd nach brauner Armeefraktion. Also, genau, so. Und da ist natürlich klar, also die Polizei jagt die braune Armeefraktion, was ja immer die rote Armeefraktion ist, und wenn also ein Brand, also der Anschlag auf Galinski, also auf sein Grabmal, so, da sagt man auch, na, aber es ist noch keine braune Armeefraktion. Man denkt, die RAF und hat die Jüdin, na, okay, egal. Und sage ich jetzt mal so, und da haben sie ja immer gesagt, das kriegen die Nazis nicht hin, also gibt es keinen Terror, sozusagen. Aber das ist jetzt umgekehrt. Man muss eigentlich, und ja, da würde ich sagen, also wenn ich jetzt Professor wäre oder irgendwie so, ich würde jetzt gleich ein Seminar auf diese Frage ansetzen, da fehlt eine Untersuchung. Also über den Naziterrorismus vor NSU, wie wurde der rezipiert? Also insbesondere die Zeit 78 bis 84, wo die Nazis ja auch viele Leute umgebracht haben. Also das kann man nachlesen. Ich fühle mich nochmal herausgefordert durch diese Frage, was hat den GBA eigentlich veranlasst, nicht zu übernehmen? Es ist ja an ihn herangetragen worden. Das ist auch sehr typisch, dass Landeskriminalämter, wenn sie sehen, es ist eine bundeslandübergreifende Serie, sagen, Entschuldigung, das können wir nicht mehr alleine, und uns fehlt auch das entsprechende Know-how im Bundeskriminalamt, was ja dann mit der konkreten Ermittlungsarbeit beauftragt wird durch den Generalbundesanwalt, wenn er zieht. Ja, es gibt ja die Möglichkeit für ihn zu übernehmen, und er macht es nicht. Wir haben uns natürlich die Frage in den Untersuchungsausschüssen auch gestellt, und so die gängige Antwort darauf war immer, und ich habe sie in jeder Veranstaltung gegeben, der Terrorismusbegriff des Generalbundesanwalts, der eben nur dann eine terroristische Gefahr sieht, wenn die Institutionen des Staates und seine Funktionsweise betroffen sind, hat eben bei Anschlägen auf Migranten einfach nicht angeschlagen. Die fühlten sich nicht gemeint als Staat, und der GBA ist ja nicht Justiz, der ist ja Exekutive, und er ist der Staat, und der GBA hat sich einfach gedacht, hey, wir sind nicht gemeint, habe ich immer so gesagt. Und dann saß ich im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss, und auch dort haben die mit diesen damals irgendwie wichtigsten Gefährder, also Anis Amri, befassten Landeskriminalämter in Nordrhein-Westfalen und Berlin, an den Generalbundesanwalt herangetragen, bitte übernehmen. Der ist andauernd überall unterwegs, der hat Kontakte ins Ausland, das ist uns echt eine zu große Nummer. Der Generalbundesanwalt hat hier auch nicht übernommen, obwohl Dschihadismus natürlich nach den Anschlägen in Paris und Brüssel und Madrid und London echt ein so wichtiges Thema war, auch aus Sichtweise der Exekutive. Und deswegen würde ich gerne diese Frage, warum übernimmt der GBA, oft nicht übrigens, oft nichts, wir fragen danach auch in parlamentarischen Anfragen, gerne mal auch in so eine Seminarsituation überführen. Ich würde gerne wissen, warum er das nicht tut, wann er es nicht tut. Mittlerweile sehe ich, dass er es nicht nur bei rechts nicht getan hat. Und es muss dafür Gründe geben, und vielleicht sind die auch banal. Ja, ich nehme hier nur die Verfahren mit Aussicht auf Erfolg, mit Aufsicht auf einen Prozess und gute Presse. Ich weiß es nicht, aber das ist ein total wichtiger Punkt, den ihr auch ausführlich darstellt, diese Frage, warum das für solche, genau für solche sozusagen Fälle zuständige Institution sich nicht zuständig fühlt. Das wollte ich nur sagen. Und das ist, wie gesagt, nach dem Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss für mich mittlerweile eine doppelte Frage. Ich würde
da gerne auch noch mal eine Frage noch anschließen, weil ich würde doch einen Unterschied sehen zwischen dem, Daniel, was du beschrieben hast. Das sind diese Entscheidungen unmittelbar auf der Ebene der Ermittlungsarbeit. Also mache ich das jetzt so oder mache ich so? Nehme ich das mit rein oder lasse ich das raus? Ihr habt den Begriff des Rassismus auf jeden Fall hervorgehoben. Frage nach institutionellem Rassismus und je individuellem Rassismus von Beamtinnen und Beamten. Aber ist nicht die Erzählung von Temme, Andreas Temme, einem Staatsbeamten, eines Geheimdienstmitarbeiters, eines Mitarbeiters des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen, ist das nicht eigentlich eine politische Geschichte, in der politische Entscheidungen ganz bewusst getroffen werden? Du hast es genannt, Markus, die Ermittlungen wurden letzten Endes dann doch unterbunden von dem heutigen Ministerpräsidenten, damaligen Innenminister Volker Bouffier. Und aber was ihr jetzt alle drei genannt habt, waren diese Momente von Entscheidungen. Ich würde sagen, die rassistischen Entscheidungen auf der niedrigsten Ebene, den unmittelbaren Ermittlungen, sind auch politische Entscheidungen. Also es sind überall politische Entscheidungen, die was erreichen wollen. Warum werden die so getroffen und nicht anders? Und warum kommt dann zum Beispiel jemand wie Horn, Alexander Horn, ja zu den richtigen Ergebnissen und wird nicht weiter verfolgt? Welche Entscheidungen stecken dahinter, ihn A zu beauftragen, aber dann seine Ergebnisse nicht zu nutzen? Also die Frage ist an für sich an euch alle drei gestellt. Aber Daniel, du hattest dich als Erster nach Martinas Bemerkung noch gemeldet. Also wir können, wie gesagt, immer nur spekulieren, weil wir ja von der Richtung der Ermittler kommen und dann eben merken, was passiert ist. Also die Ermittler drängen an bestimmten Stellen sehr stark darauf, dass das praktisch übernommen wird. Zum Beispiel in Rostock war die Staatsanwaltschaft, glaube ich, völlig normal. Die hat gesagt, was sollen wir denn jetzt mit dem Fall hier? Das ist der 5. Mord einer Serie. Bitte übernehmt das nach oben. Und dann ist das Ergebnis, dass der Albert Vögeler aus München, aus Nürnberg, der Polizist, der in der Serie der wichtigste Ermittler ist und allein war zu der Zeit, der wird halt vor den Staatsanwalt gebracht und der sagt dann zu ihm, also jetzt müssen wir wirklich in Rostock die internationale Drogenmafia suchen. Das ist jetzt hier ermittelt und die Staatsanwalt in Rostock soll doch bitte jetzt mal diese Mafia finden. Also wirklich so. Daraus können wir natürlich entnehmen, dass das nicht die wahren Gründe sind. Also da stimmt ja was nicht. Also wenn der Polizist das anfragt und so und dem wird dann gesagt, jetzt muss in Rostock mal ran, dann merkt man natürlich, die wahren Gründe erfahren wir nicht. Wir haben sehr oft so absurde Gründe da vorliegen teilweise, dass wir merken, das sind nicht die wahren Gründe. Es ist viel Formalistisches, was wir merken, dass sie sagen, wir hätten, also das BKA hat doch kein Evokationsrecht, wir hätten ja gar nicht dürfen und die Staatsanwalt wollten und die sagen dann wieder, aber da hätte jetzt der Generalbundesanwalt, also das ist teilweise ein bisschen Karl Valentin auch und so, was wir drin haben. Wir können nur vermuten, es sind zwei Sachen, die man besprechen kann. Also nachdem die Polizisten wussten, das ist eine unserer Thesen, sie wussten, dass die Täter aus Köln im Bombenanschlag und die von der Mordserie zusammenhängen. Das ist eine unserer Thesen, weil wir hatten eine absolut glaubwürdige Zeugin, die einfach volle Kanne gesagt hat, das sind die beiden. Also das rekonstruieren wir auch und so, die Akten sind da teilweise manipuliert worden. In dem Moment stehen wir natürlich an der Situation, dass ein Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren aufnehmen muss in einer Mordserie, ja, mit vielen Fällen und einem Bombenattentat. Das heißt, wir haben natürlich dann Terrorismus in Deutschland, ohne dass wir wissen, wer es ist. Da ist doch sicher ein Motiv zu finden, dass man sagt, das wollen wir eigentlich nicht. Ich denke, das ist ein offensichtliches Motiv. Und ein etwas interessanteres Motiv, mit dem wurden wir in München konfrontiert, das fand ich ganz interessant, war, dass die Polizei vielleicht den Rechten an bestimmten Stellen diesen Credit nicht geben wollte. Dass sie vielleicht das Strategie haben, im Hintergrund noch zu sagen, wir wissen schon, dass da ein 5. Mord begangen wurde, aber das geben wir euch jetzt nicht. Wir geben euch keine Presse dazu. Also das ist aber reine Spekulation. Ich bin da eigentlich genauso schlau wie alle. Wir können nur diese Dinger darstellen, also diese Punkte, wo wir merken, irgendeiner hat jetzt von außen da was entschieden. Das können wir nachzeichnen. Also wir haben ja den Fokus auf die Polizei, aber die Polizei ist ja nicht im luftleeren Raum und sie ist ja ein Vollzugsorgan. Also sie ist ja nicht komplett autonom. Es gibt natürlich eine Facharbeitskultur und lange Zeit ist sie, sag mal, formal ohne Politik.
erst 2005 nach dem Mord 6/7 kommt Beckstein, der sich also überhaupt öffentlich meldet und sagt, okay, hier gibt es offensichtlich ein Problem, also der inneren Sicherheit. Vorher machen die da, können die ihr Ding irgendwie so machen. Aber sei mal so, das war für uns aber auch verwirrend. Also bei dieser Temmie-Geschichte muss man einfach sagen, sie haben den ersten Tatverdächtigen und es ist einfach so bei der Polizei, so sind die drauf, wenn sie einen Tatverdächtigen haben, dann sagen sie auch nicht Schwamm drüber oder egal, dann sind die da auch hinterher. Allerdings haben die das sehr schnell mitgeschnitten. Sie sind ja mit Temme auf das exzellent geschmierte Betriebssystem Verfassungsschutz, Nazi-Verwaltung gestoßen. Und es soll sie, laut Spiegel 2.6, das Entsetzen gepackt haben, weil sie dachten, ach du großer Gott, wo führt das hin? Sie haben viel gemacht, weil sie sagen, okay, wir versuchen alles. Und sie haben wirklich da an der Stelle alles geschafft. Und dann hat man ihnen von Bouvier gesagt, so wie du das gesagt hast, Fritz, politisch Schluss um aus, Feierabend, innere Sicherheit und andere Sachen. Und dann war das erledigt. Und an und für sich hätten sie dann im Märchen hinwerfen müssen, zu sagen, ich mache den Job jetzt hier nicht weiter. So, weil sie wurden ja auf Null gesetzt. Und dann nachher durch die nächste Operative, sie hatten 5 Jahre ermittelt, organisierte Kriminalität, nichts gefunden. Und dann sagt man ihnen nach der Temmie-Geschichte, ihr fangt wieder bei organisierte Kriminalität an. Das ist absurd, der völliges Absurdes. Und anstatt den Job zu schmeißen, haben sie weitergemacht und dann Unfug erzählt. Also so, das ist richtig. Aber da denke ich irgendwie, die Polizei muss keinen Seminarpreis, keinen Wissenschaftspreis gewinnen. Sie muss nicht Nazis fangen, sie muss Täter fangen. Und wenn sie ein, und den Temme hatte sie im Blick, da war sie hinterher und da wurde gesagt, ist nicht. Das ist frei von Rassismus, das ist Staatsräson. Und wir haben die Hypothese, das war ein Einsatz vom Amt, da im Internetcafé. Und das darf nicht angesagt werden, weil da hängen ganz viele Sachen dran. Und deswegen hat Temme auch das Recht, davon hat er auch Gebrauch gemacht, zu lügen, dass sich die Balken biegen. Ein paar Lügen sind ja auch dank von Hermann Schaus und anderen und der Nebenklage ja auch enthüllt worden. Aber da kann er unendlich weiter. Er darf nur nicht sagen, dass das ein Einsatz vom Amt ist, weil dann hängen natürlich andere Leute dran. Und zur Bundesanwaltschaft, Generalbundesanwalt, also bei uns, zweimal, also eigentlich hätte sie nach Rostock übernehmen müssen und eigentlich hätte sie nach den Morden 8/9 übernehmen müssen. Bei 8 haben sie das einfach abperlen lassen. Da merkt man so, es interessiert sie nicht, weil es sind ja nur Migranten und nicht 5 deutsche Malermeister. Dann hätten sie sich das nicht leisten können. Und beim 2006 machen sie wirklich eine hanebüchende Erfindung und erfinden, also bar jeglicher, also Quellenabstützung, einen privaten Rachefeldzug von Migranten untereinander. Das hatte noch nicht mal die Polizei in den Akten behauptet. Und das, denke ich, ist Politik. Also es gibt ja die Generalbundesanwaltschaft, es gibt ja den internationalen Haftbefehl und in der EU. Und das wurde vor kurzem, eine kleine Meldung, abgelehnt, also vom Europäischen Gerichtshof, weil die Staatsanwaltschaft GBA in der Bundesrepublik und Polen, die sind weisungsgebunden, die sind nicht unabhängig im Unterschied zu allen anderen, also Generalstaatsanwaltschaften oder hohen Staatsanwaltschaften in anderen EU-Ländern. Das heißt, GBA ist immer eine politische Entscheidung. Bei solchen Sachen diskutiert wahrscheinlich das Bundeskanzleramt mit, wo sie sagen, machen wir das oder machen wir das nicht. Und dann kommen komische Begründungen, so wie Daniel die auch ja angedeutet hat. Also um das auch noch mal ganz kurz zu erläutern, der Generalbundesanwalt ist dem Justizministerium weisungsgebunden. Das heißt also, der Generalbundesanwalt wird durch diese Befehlskette, kann man es vielleicht nennen, tatsächlich zum Hüter oder zur Hüterin, eine weibliche Generalbundesanwältin hat es noch nie gegeben, der Staatsräson. Also die Entscheidungen, die der Generalbundesanwalt zu treffen hat, ist die, wie können wir das Problem, was hier aufgetreten ist, möglichst so einkasteln, dass keine, also einrahmen, dass keine Staatskrise daraus entsteht. Und ich glaube, mit dieser Maxime sind vielleicht einige dieser Entscheidungen tatsächlich auch nachvollziehbar. Ich werde mich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal wirklich super herzlich für diese, ja, für mich sind es echte Trigger, bedanken bei euch beiden, den Autoren, und für die Rahmung, also oder die Einordnung bei Martina, möchte aber die Veranstaltung tatsächlich noch nicht beenden, sondern die Möglichkeit geben, auch euch nochmal Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben und weiter im Gespräch zu bleiben. Das Buch
habe ich den Eindruck, ist auf jeden Fall eine mega heiße Lektüre, aus der wir noch eine ganze Menge offener Fragen raustragen können und müssen. Und letzten Endes bewahrheitet sich ja dadurch diese Forderung, dass es eigentlich unter überhaupt gar keinen Umständen einen Schlussstrich unter dieses Kapitel geben kann. Und wenn es keinen Schlussstrich unter das Kapitel des NSU-Komplexes geben darf, dann natürlich auch nicht unter die ganzen anderen Einzeltäterkomplexe, die ihr angerissen habt. Wie gesagt, ich öffne hier, ihr könnt gerne kommentieren oder was sagen. Vielleicht können wir es sogar so machen, dass ihr einfach auf euren Plätzen bleibt und das laut sagt. Wir sind ja durchaus eine übersichtliche Anzahl von Menschen. Und frage auch euch nochmal, dieser Moment der politischen Entscheidung. Also wir haben ja auch zum Beispiel ein ganz anderes Agieren des Generalbundesanwalts im Zusammenhang zum Beispiel mit den Anschlägen von Freital. Da hat die Bundesanwaltschaft wirklich die Täter, sowohl die Haupttäter als auch die Unterstützerinnen und Unterstützer und sogar noch den, den Freundeskreis drumherum in 3 Prozessen downgehuntet, kann man sagen. Und das ist ein komplett anderes Bild. Da steckte so ein Eifer und so eine Gründlichkeit dahinter, dass man sich fragt, wer trifft in den Hierarchien welche Entscheidung unter welchen Gesichtspunkten. Aber ich habe jetzt auch genug geredet. Wenn es Anmerkungen gibt, dann fühlt euch aufgefordert. Ansonsten würde ich diese Frage auch nochmal an euch durchreichen. Kann man diese, also du hast gesagt, Daniel, es sind Spekulationen, auf die wir angewiesen sind. Bei diesen Spekulationen ist es ja immer so, dass wir zusehen müssen, dass sie uns nicht davontragen und vom Kern der Frage, denn wir müssen ja gar nichts dazu erfinden. Das, was auf dem Tisch liegt, ist krass genug. Und die Frage ist aber trotzdem, wenn wir nicht von Versagen reden wollen, was absolut richtig ist nach dem, was ihr festgestellt habt, wovon können wir dann reden? Gordian Meyer-Plath, der ja, Verfassungsschutz Brandenburg, genau. Der war ja erst irgendwie in Sachsen Führer und dann danach war er Verfassungsschutz. Ja. Das haben wir natürlich auch versucht zu persiflieren. Und ja, ich wollte nur mal hinweisen, ich finde beim Netz, da haben wir versucht, wirklich Dinge anzugehen. Die haben natürlich auch die Broschüre. Nicht durch 438 Tage Prozess und auch nicht in der Zeit danach, die ganze Revisionszeit. Die Bundesanwaltschaft behauptet, es gibt nach wie vor 10 Ermittlungsverfahren im NSU-Komplex, was ihr natürlich die Möglichkeit einräumt, Dinge auch geheim zu halten. Ich rufe jedes Frühjahr im April die Bundesanwaltschaft an und frage, ob diese Ermittlungsverfahren noch laufen. Und ich habe das auch dieses Jahr getan. Sie laufen noch.
Sie werden nicht eingestellt und meines Erachtens steckt dahinter tatsächlich die Strategie, einerseits zu verhindern, dass jemand sagt, aha, Sie haben gar kein Interesse daran, da weiterzumachen, es wird keinen zweiten NSU-Prozess geben und auf der anderen Seite durch die Ermittlungsverfahren einfach unangenehme Fragen mit dem Geheimhaltungsgebot beantworten zu können. Also es gibt genug offene Komplexe im NSU-Kontext, die, ja, ich weiß nicht, wie viele ihr davon auch im Buch aufgreift. Heilbronn, denke ich, Eisenach, Gottes Willen, Propsteigasse. Also wir hatten wirklich die Entscheidung gefällt, also der Thüringer NSU-Komplex 98-2003, das machen wir überhaupt nicht, weil das ist eine extra, das ist ja auch im Grunde sehr ausführlich aufgearbeitet durch die beiden sehr guten Untersuchungsausschussberichte des Thüringer Landtages. So, aber nicht, dass man da jetzt nicht noch weiter forschen könnte, natürlich nicht. Sondern wir haben jetzt einfach sozusagen methodisch gesagt, wir gehen jetzt an die Polizei. In Thüringen spielt ja ostdeutsche Nazi-Szene und dieser schlimme Verfassungsschutzpräsident Röver und so, was ja auch nochmal ein extra Abgrund ist. Und das war jetzt einfach die Begrenzung, die so bisher einfach noch nie jemand gemacht hat, also sich praktisch von Mord zu Mord sozusagen archivalisch so in der Recherche entlang zu hangeln und dann natürlich auch noch die bekannt gewordenen Anschläge und zu sagen, wie wurde das aggregiert. Also das ist eben Querlektüre und eine Mikrostruktur. Und was du gesagt hast, wie gesagt, der Verfassungsschutz, da haben wir schon, also das Buch von Antonia von der Behrens lege ich euch alle ans Herz, VSA Verlag, die hat da wirklich exzellent dazu gearbeitet. Das ist der aktuelle Stand der Recherche. Ich kenne keinen besseren. Was konnte der Verfassungsschutz wissen bis 2005 und hätte er nicht die Morde aufhalten können? Und also die, also wirklich brillant, also großartig, was Antonia gemacht hat. Also insofern brauchten wir da oder können da nichts dazu sagen oder beisteuern. Genau. Also zum Stichwort Geheimdienste, glaube ich, kann man nochmal den Bogen schlagen zu der Diskussion, die wir vorher hatten. Was gab es eigentlich für politische Beweggründe, neben vielen auch für den Generalbundesanwalt nicht zu übernehmen? Und die reine Farbenlehre hilft uns da nicht weiter. Wenn wir anschauen, wer damals Justizministerin oder Justizminister war, das war die FDP zu Zeiten der Serie, später dann die SPD, also das erklärt nichts. Welche Rolle das Bundeskanzleramt spielt, finde ich eine total zentrale Frage. Da kommen wir nämlich zur Spinne im Netz, zu Herrn Fritzsche und vielleicht seiner Rolle auch nicht nur bei der Verhinderung von NSU-Aufklärung, sondern vielleicht auch davor. Und dann müssen wir uns, glaube ich, noch mal über informelle Abstimmungen unterhalten. Die werden wir halt in keinem Akten sozusagen Konvolut finden. Aber wer sich auch so mit der Geschichte der Rolle der Bundesanwaltschaft in den Jahrzehnten befasst, sieht eben, dass vielleicht jetzt nicht für alle, aber sicherlich für einige naheliegt, dass es irgendwo auch immer einen engen Austausch gegeben hat, auch eine Abstimmung möglicherweise nicht nur mit der politischen Entscheidungsebene, sondern mit zwei anderen bundesdeutschen Behörden, nämlich dem BfV und dem BND. Und das ist eben auch eine Frage. Und das könnte auch eine Richtung sein, warum Sie zum Beispiel bei Freital, ja, sagen, Gott, was macht die Gangster da in Dresden, gebt uns das her irgendwie und dann wirklich, so wie du sagst, in drei Wellen sie wirklich diese Gruppierung aufrippen. Ja? So, weil möglicherweise der Verratskomplex, der sich dort vielleicht nicht so dargestellt hat wie beim NSU, ein anderer war. Und die Sorge, dass wenn man dort reinkrätscht, am Ende zwei V-Leute auf der Anklagebank irgendwie sitzen hat, da nicht in dem Maße gegeben war, wie vielleicht die Sorge beim NSU durchaus begründet war. Das könnte eine Richtung sein, ohne dass ich sage, dass es so war, aber ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, auch für das, was uns alle noch bevorsteht, an Aufklärung in die Richtung zu überlegen. Genau, ich wollte mich jetzt noch kurz an eine Antwort versuchen, was du gefragt hast, Fritz, was die Funktion sein könnte. Also eine Funktion, die wir auch andiskutieren, ist eigentlich die Beruhigung, sage ich mal.
dass der Rassismus so eine Art Sinnstiftung und Beruhigung ist, weil er natürlich ein altes Muster bedient und sagt, okay, jetzt stimmt mein Weltbild wieder. Wir hatten nach dieser Ofa Horn massive Auseinandersetzungen im Sicherheitsapparat, die müssen massiv gewesen sein, wir kommen nicht dran an die Sachen, wir wissen das nicht, da gab es eine Steuerungskommissionssitzung, da muss es wirklich, ich stelle mir das so vor, da müssen die teilweise wirklich rumgeschrien haben, kann ich mir schon gut vorstellen, und gesagt haben, was macht ihr da, was läuft da in Kassel, was wollt ihr überhaupt? Die Ermittlungen aus Dortmund wurden komplett zurückgestellt, kein Phantombild veröffentlicht, es wurde nicht gesagt, dass Fahrradfahrer gesehen wurden, es wurde nicht gefahndet und so. Und nach dieser Aktion war, glaube ich, eine solche Unruhe im Sicherheitsapparat, dass es eben dieses Profiling aus Baden-Württemberg gebraucht hat, was aber völlig unnötig war. Es gab keine neuen Spuren, es gab das alte Profiling. Beim Profiling ist es so, man macht eine operative Fallanalyse und sagt, das könnte der Täter sein. Der Horn hat das erste gemacht, zu einer Zeit übrigens, wo das schon klar war. Da ist denen aufgefallen, oh, mach doch mal nochmal ein Profiling irgendwie. Also wir haben zwar niemanden gefunden. Und das erste ist kriminelle Organisation. Und dann geht, das war die Vorgabe, dann macht er das. Und dann arbeiten die das ab und finden halt wieder nichts. Also, und dann gab es eben dieses zweite, das haben wir jetzt beschrieben, das haben die wirklich gemacht unter Druck, um einfach da gute Karten in der Hand zu haben. Wir vermuten, das haben die einfach den Politikern auf den Tisch gelegt, haben gesagt, hier habt ihr das Profiling, hier habt ihr die Zeugenaussage, hier habt ihr das Phantombild aus Dortmund, so muss das, glaube ich, gewesen sein. Dann war so eine Beunruhigung, dass die OFA Baden-Württemberg, die geht zurück zu dem alten Profiling, macht überhaupt nichts Neues, aber ist so ganz autoritär, sagt sie halt von Anfang an, da steht vorne drin, alle Erkenntnisse, die vorher irgendwie aus anderen OFAs getroffen wurden, werden hier nicht diskutiert, damit wir unvoreingenommen sind. Also ist völlig unwissenschaftlich, ja, also voll ein Quatsch eigentlich. Aber ist diese Beruhigung, dieses Beruhigungsmoment, dann hat man eine neue OFA, die OFA Baden-Württemberg, da steht dann grausamerweise wieder drin, geht in die Betroffenen rein, guckt nach, in welchen Hotels die übernachtet haben, schaut nach, welche Prostituierten die besucht haben, vielleicht ist da Menschenhandel im Spiel, das ist eine grausame OFA, aber auch nicht uninteressant, weil sie an einigen Stellen der Wahrheit so nahe kommt. Sie beschreibt zum Beispiel diese Gruppierung als so eiskalt, dass sie praktisch jenseits unserer Wertvorstellungen ist. Und wenn man das liest, da steht zum Beispiel drin, da gibt es einen Leitwolf und so, dann beschreiben die eigentlich eine Nazi-Gruppierung, aber können das nicht denken und sagen die ganze Zeit, das ist eine ausländische, krasse Gruppe. Also da stehen so Sätze drin, wie dass die so krass waren, dass die Betroffenen gar nicht wussten, dass sie in der Gruppe drin sind. Ja, dass die praktisch, dass die einen Ehrkodex verletzt haben, wussten das gar nicht und so, man hat ja gar nichts gefunden. Und das hat dann so eine Sinnstiftung im Apparat wiederhergestellt, wo dann wirklich, also es gibt von Clausen diesen Begriff des Alltagsreligion, also einfach dieses für die Behörden dann wieder als Alltagsreligion, jetzt ist mein Weltbild wieder in Ordnung, sucht da bitte weiter, nochmal ran an die Leute, nochmal irgendwie die Betroffenen. Und diese Wellen, die haben die Betroffenen uns auch beschrieben. Die haben sie auch teilweise nicht verstanden. Also Semira Simcek sagt dann sowas, wie schreibt sie irgendwie, warum waren sie jetzt wieder bei uns? Ach ja, da war ein neuer Mord. Das macht doch gar keinen Sinn eigentlich. Aber das macht dann schon Sinn, immer wieder dieses, geht da nochmal hin, ihr findet da schon was, jetzt ist das Weltbild wieder in Ordnung, Gut und Böse ist wieder sortiert, sage ich mal. Also das ist ein Motiv, du hast es auch gesagt, eine Beruhigung als ein Motiv. Funktionieren, einfach jenseits von Dramatisierung, einfach planmäßiges Funktionieren, sozusagen Leidenschaften rausnehmen, Facharbeit, die dann hier an dem Beispiel, haben wir ja im langen Kapitel auch gewidmet, dann eigentlich in den kalten Wahnsinn und also in die Religion also dann überschwappt. Aber Mehmet Daimergüller, also ganz wichtiges Buch, also was wir auch sehr oft heranzitiert haben, also sein Plädoyer, also vor dem OLG München, das hat er ja ausgearbeitet zum Buch. Er hat es ja auch aufgedeckt, also diese Ofa Horn. Der hat dann nochmal gesagt, das hat in mehreren hundert Exemplaren ist das zirkuliert in den Innenministerien. Also in Hessen hatten die das auch. Und nicht ein Beamter packt das mal auf einen Kopierer und schickt das mal vielleicht an eine Zeitung und sagt, sag mal, was findet hier statt? Sondern da steht das Polizeikorps, da stehen die Sicherheitsbehörden. Ja gut, und
Unsere These ist auch, letztlich sind sie bislang sehr unangefochten da rausgekommen. Also, und es werden auch bereits erreichte Positionen, erreichte Kritiken durch die Untersuchungsausschüsse, erster Berliner Untersuchungsausschuss, aber auch andere, sozusagen auch wieder zurückgenommen. Also eine schleichende Subversion, Pleiten, Pech und Pannen kommt halt mal vor. Hinterher ist man schlauer. Ja, man ist hinterher schlauer, nur muss man jetzt in die anderen Interpretationen gehen und dass wir dieses Funktionieren versuchen, dem nochmal näher zu kommen und zu verstehen und da die Kritik auch irgendwie abmessen. Und da ist die Polizei im Grunde weniger schlecht als der Verfassungsschutz, weil der hat eh das Recht zu lügen, alles intransparent, alles immer Papiere, nochmal Interpretation, die Quellen kommt man nicht ran und so. Und bei der Polizei gibt es natürlich ein anderes Wahrheitsethos. Verfassungsschutz hat das Recht zu lügen und das hat die Polizei formal nicht, auch wenn sie es natürlich auch immer tut, sozusagen. Und das ist ja auch eine Chance für eine Gesellschaftskritik. Ich würde jetzt gerne Martina noch eine Abschlussfrage stellen, weil die Befunde sind ja niederschmetternd. Man kann es einfach nicht, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett überrascht sind von den Ergebnissen, die ihr da zutage gefördert haben. Einiges davon hat man geahnt, einiges hat man schon einmal an irgendeinem Tisch verspekuliert, möchte ich mal sagen. Und trotzdem ist es so, dass wir trotz wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit von Prozessbeobachtungsgruppen, von Antifa-Recherchegruppen, von unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die wirklich gute Arbeit auch gemacht haben, du hast ein paar Namen genannt, zum Beispiel die von der Süddeutschen Zeitung, die sind immer relativ weit gekommen mit ihrer Kritik, aber dann in der Konsequenz haben sie es einfach so stehen lassen, wie so lose Enden im Wind. Und die Frage ist, was müssen oder was können wir politisch tun, um hier nochmal Konsequenzen zu erzwingen? Also wirklich auch zu sagen, ja, kann schon sein, dass das alles verdammt lange her ist, aber wir können es doch nach dem, was wir, nach allem, was wir wissen, können wir es doch unter gar keinen Umständen auf sich beruhen lassen. Was können wir jetzt noch nach so langer Zeit tun? Das ist eine echt schwierige Frage, Fritz. Es gibt ja ein paar Antworten, die derzeit auch so medial genannt werden. Da ist der Ruf nach einem dritten Berliner Untersuchungsausschuss. Jetzt mal ab von meiner persönlichen Empfindlichkeit an der Stelle, nach drei Untersuchungsausschüssen gehe ich in keinen mehr. Aber zum zweiten, ja. Ich glaube, das könnte Sinn machen, aber nur dann, wenn wir ihn wirklich in der Fragestellung öffnen, auch hinsichtlich der Kontinuitäten des Rechtsterrors und nicht nochmal quasi eine Wiederholung möglicherweise von Fragestellungen und so weiter, wie wir es bisher hatten, weil es wird ja kein neues Blatt Papier Akte geben. Das ist ja unrealistisch, dass jetzt irgendwo ein Schrank aufgemacht wird und gesagt wird, upsi, da stehen ja noch drei Ordner, die haben wir euch vergessen, das letzte Mal zu geben. Was den Druck der Engagierten in der Öffentlichkeit angeht, da habe ich auch Skepsis, weil ich habe schon persönlich auch erlebt, weiß nicht, das werden einige auch teilen, dass wir in den ersten Jahren, wo wir uns mit dem NSU-Komplex inhaltlich, aber auch aktionistisch beschäftigt haben, das ist ja Blackbox VS und so weiter genannt, schon gemerkt haben, dass wir da auch eine gewisse Deutungsmacht haben. Ja, Netzwerk, nicht Zelle, ja, Schuld und nicht Versagen. Und die ist dann geschwunden, diese Deutungsmacht. Und mit dem Urteil in München nochmal so richtig der Sargdeckel draufgelegt worden. Wie kommen wir da wieder zurück? Das kann ich heute nicht sagen. Aber ich denke, außer zu sagen, wir brauchen erneut so eine Situation, wo das Inhaltliche sich damit befassen, mit dem aktiv werden, in dem Kontext zusammengreift, kann ich auch nicht sagen. Und vielleicht ist der Punkt, dass wir einfach hinschauen, es gibt ja aktuellen Rechtsterror, es gibt aktuell Bedrohte und Betroffene. Wie man da auch
in einer Form auch zusammenwirkt, weil diese Gefahr, dass wieder nicht von Netzwerken gesprochen wird und uns am Ende erzählt wird, Nordkreuz waren zwei und Franco Albrecht war auch alleine und so weiter, die ist ja da, diese Gefahr. Und wie können wir diese aktuellen Auseinandersetzungen vielleicht auch als Moment nutzen, wieder zurückzukehren und von Neuem zu starten? Das weiß ich im Moment nicht. Aber die Kräfteverhältnisse würde ich im Moment tatsächlich so einschätzen, dass wir sehr viel Energie erstmal auf die Frage verwenden müssen, wie wir da weitermachen wollen. Die ist nicht so einfach zu beantworten. Also weder neuer Untersuchungsausschuss noch einfach zu sagen, wir brauchen noch eine Runde irgendwie, wo wir uns zusammentun, das reicht nicht. Und da müssen wir tatsächlich, glaube ich, und alle zusammen irgendwie, auch mit der Stiftung, vielleicht mal überlegen, wie wir dann in das nächste Jahr starten. Ich hätte vielleicht noch eine Anregung oder ein Argument, was euch vielleicht hilft. Also was wir definitiv sagen können, was nicht das Problem war, ist, dass die nicht vernetzt genug waren, dass die nicht genug geredet haben miteinander, dass sie nicht genug Personal hatten. Ja, dass man das auch immer wieder betont vielleicht und sagt in der Aufklärung, das ist nicht unser Problem. Bitte speist uns nicht ab mit, ja, wenn die sich jetzt besser vernetzen würden und dann, wenn die noch mehr Personal hätten, dass vielleicht, dass man das immer wieder betont und sagt, das ist echt nicht unser Problem. Also bitte jetzt nicht die Schiene, weil viele, glaube ich, aus Hilflosigkeit dann auch sagen, ja, die müssen sich mehr absprechen und wenn das BKA jetzt mehr mit dem LKA reden würde und so und wir brauchen da was. Und das haben die halt auch genutzt, finde ich, um sich ihre Sachen aufzurüsten und dass wir da immer vorsichtig sind, wenn es in so eine vielleicht falsch gut gemeinte Richtung geht. So als ein Impuls, was man hier rausnehmen kann. Ja, immerhin dranbleiben und den Finger doch auch wieder in die Wunde legen, was nicht leicht ist angesichts von einer Fülle von Prozessen, in denen gerade im Moment rechter Terror in diesem Land verhandelt wird, und zwar in einer solchen Menge, dass zum Beispiel ein unabhängiges Monitoring im Grunde fast nicht mehr möglich ist, einfach aus personellen Gründen, man diese eigentlich laufend rund ein Dutzend solcher Prozesse gar nicht mehr beobachten kann. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei den beiden Autoren, Markus Mohr und Daniel Roth, für das Buch Stärkere Strahlkraft, Wahrheit und Lüge in den polizeilichen Ermittlungen im NSU-Komplex 2000 bis 2011. Ein wichtiges Buch, wie ich glaube, und ich möchte mich bei Martina für die Kommentierung in dieser Veranstaltung bedanken und würde die Veranstaltung an dieser Stelle auch beenden und denke, wir haben alle noch Gelegenheit, jetzt im Gespräch oder auch nebenan im Südblock bei einem Bier die Fragen, die hier aufgeworfen sind, weiter zu diskutieren. Bedanke mich für euer Kommen und eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend.